Nein. Scheiße. Wann im Lauf ist der? Nein. Das ist echt viel zu früh. Ja, guten Morgen. Wir sind da heute wieder zur neuen Folge von Stube Unlimited. Und es ist gerade 4:30 morgens. Wir werden aber heute schauen, wie es ist, sich als Wettermoderator zu versuchen. Dafür fahren wir jetzt nach Klaus Euerle, wo schon die ersten Live-Schaltungen vom 13. Internationalen Wettergipfel in Kürze stattfinden werden. Bis gleich. So, jetzt sind wir da in Klaus Euerle. Die ersten Live-Schaltungen sind schon gelaufen und jetzt darf ich das Set einmal verwenden für meine Ansage. Dunkel, weiß und bitterkalt und der Michi steht im Wald. So oder so ähnlich beginnen viele Wettermoderationen, auch meine heute. Die erste hier beim 13. Internationalen Wettergipfel aus Klaus Euerle im Stubaital. Und wie man sieht, es hat geschneit. Wir haben perfekte winterliche Bedingungen, jetzt im November schon. Super Bedingungen auch heute. Der Tag wird schön sonnig, also nichts wie rauf auf dem Stubaier Gletscher zum ersten Gletscherskilauf. Wie es aber genau wird, werden uns die Profis heute noch des Öfteren live berichten und deshalb überlasse ich die Bühne jetzt wieder den wahren Wettermoderatoren. Ja, guten Morgen, Verena. Ich habe mich jetzt da einmal probiert bei so einer Wettermoderation und ich muss sagen, das ist gar nicht leicht. Überhaupt so früh, so kalt und das jeden Tag. Wie hast denn du dich da auf das eingewöhnt oder was gibt es irgendwelche Geheimnisse, die du hast? Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass die Füße warm sind und dann geht es auch irgendwie. Und das Coole daran ist, wenn man so früh arbeitet, alle rundherum sind relativ munter, also mit einem, und dadurch ist die Stimmung gut und dadurch ist es so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Aber was mich am meisten interessiert, es gibt ja beim Wetter auch immer verschiedene Regeln. Also wir hier haben unsere Bauernregeln. Hast du auch irgendeine auf Lager? Natürlich, Bauernregeln muss man als Wettermoderator kennen. Also geht die Sonne feurig auf, gibt es dann Sturm und Regen drauf. Ja? Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es noch nie so genau beobachtet. Aber Sturm und Regen ist jetzt nicht das, was jeder unbedingt gern mag. Aber Hauptsache Schnee. Nee. Danke. Also so ein Wettermoderatorenleben habe ich jetzt hautnah selber erleben dürfen. Und es ist wirklich schon ein Knochenjob. Vor allem die frühe Aufstehzeit. Da sind die Live-Sets jetzt fertig. Jetzt schwärmen die Moderatoren im ganzen Stubaital aus und berichten von verschiedenen Locations noch für Vorproduktionen. Und ich und der Wetterfrosch, wir werden uns jetzt eine Ruhepause gönnen. Danke.